Wie funktioniert das eigentlich mit der Erweiterungszahl bei der Bruchrechnung? Genau das erkläre ich dir in diesem Video mit Beispielen. So, fangen wir mal folgendermaßen an, und zwar mit 1,5. Und jetzt gehen wir her, also wir haben 1 im Zähler, 2 im Nenner und erweitern diesen Bruch. Und zwar multiplizieren wir Zähler und Nenner mit 2. Also hier haben wir noch die 1,5 drinstecken und Zähler und Nenner multiplizieren wir mit 2. Diese 2 hier, das ist die Erweiterungszahl. So, rechnen wir mal aus. Zähler mal Zähler, Nenner mal Nenner. 1 mal 2 im Zähler ist 2 und im Nenner 2 mal 2 ist 4. Und jetzt ist die Frage, was bedeutet das Ganze? Nun, wir haben hier vorne 1,5. Ich mache das mal in grün. Und das bedeutet 1,5. Also, wir haben zum Beispiel das hier, 2 Kästchen und nehmen 1 davon. Das ist 1,5. Und hinten haben wir 2 Viertel. Mal die Farbe. Mache ich jetzt gleich groß. So, ja. Jetzt unterteile ich das Ganze allerdings in 4 gleich große Stücke. So, sollen gleich groß sein. Und jetzt nehme ich 2 davon. 1, 2. Von dem Ganzen hier, das ist die Hälfte und das ist auch die Hälfte. Hier haben wir allerdings in 2 Teile unterteilt und hier haben wir in 4 Teile unterteilt. Und die 2 hier, mit der wir erweitert haben, also wir haben das Ganze jetzt verdoppelt, wir haben Zähler verdoppelt und wir haben Nenner verdoppelt. Und das hier, das ist die Erweiterungszahl. Machen wir das doch gerade nochmal für ein weiteres Beispiel. Nehmen wir mal 2 Drittel. Und das erweitern wir jetzt mit 4. Also 2 mal 4 im Zähler und 3 mal 4 im Nenner. 2 Drittel hier übernommen und Zähler und Nenner noch mit 4 multipliziert. Im Zähler 2 mal 4 ergibt 8. Im Nenner 3 mal 4 ergibt 12. Also wir haben erweitert mit der Zahl 4 und haben so aus 2 Drittel jetzt 8 Zwölftel gemacht. Das hier waren jetzt Beispiele zur Erweiterungszahl. Wenn dich das Thema Bruchrechnung noch mehr interessiert, dann schau doch gerne mal in die Endcard rein, da werde ich dir noch weitere ähnliche Videos verlinken. Darüber hinaus würde ich mich sehr freuen, wenn du ein Abo da lässt, dann erhältst du auch in Zukunft weitere Mathehilfen von mir. Vielen Dank und gerne bis zum nächsten Mal.